Ja, das ist Gunter Gabriel. Ein Mann, der in vielerlei Hinsicht geschlagen worden ist vom Leben, insbesondere durch seinen Vater, der in Grün und Blau und nicht nur einmal geprügelt hat. Gunter kommt aus Ostwestfalen, wir haben uns mal kennengelernt. Hätte ich ihn als echten Freund gehabt und würde ihn fragen, Gunter, hilfst du mir beim Umzug? Er hätte mit Sicherheit auf seine humorige Art 10 Ausreden parat gehabt, um nicht zu helfen. Also zum wirklich guten Freund würde ich einfach mal vermuten, taucht der Gunter nicht. Ich habe bei einer Gelegenheit ihn live gesehen, wie er A Boy Named Sue von Johnny Cash gecovert hat mit deutschem Text. Und da habe ich gemerkt, der Gunter Gabriel ist ein sehr guter Musiker. Der ist richtig gut. Und dass er mit Johnny Cash persönlich befreundet war, das ist so gesehen kein Wunder. Sein Tod, ein Treppensturz irgendwo im Ostwestfälischen, Herford, glaube ich, in einem Hotel, dem er zunächst keine Beachtung schenkte. Am nächsten Morgen hatte er Kopfschmerzen, dann ist er verstorben. Ich habe in einer meiner Sendungen dem Gunter Gabriel eine Stunde gewidmet. Ich habe selten so viel Post bekommen wie zu dieser Sendung. Also irgendwie, na, Gunter.